Hallöchen zusammen und zurück hier bei Whisky Space. Heute bin ich das erste Mal in Irland unterwegs und zwar bei der Middleton Brennerei bei der Marke Red Breast. Also die Middleton Brennerei, die gibt es jetzt seit circa 1966. Die wurde damals gegründet von John Jameson and Son, The Cork Distillery Company und John Power and Son. Also die drei Unternehmen haben sich damals zusammengeschlossen, sind dann zur Irish Distillers Group geworden und die haben sich dann überlegt, wir werden jetzt die New Middleton Brennerei gründen. Das war dann 1966 und den Betrieb haben sie dann ein paar Jahre später aufgenommen. Ich glaube 1975 wurde dann der Betrieb voll angeheizt. Es gab ja vorher schon eine andere Middleton Brennerei, die war da in der Nachbarschaft von der neuen. Das war es dann in der Nähe von Cork, der Stadt Cork. Und die wurde dann auch geschlossen. Also nachdem die neue dann den Betrieb aufgenommen hat, war die alte überflüssig und die wurde dann geschlossen. Zur Middleton Brennerei selbst. Das ist die größte Brennerei oder die größte Distille auf der grünen Insel. Da werden eigentlich extrem viele bekannte Marken produziert. Und zwar hier haben wir schon einen Kandidaten, den Redbreast, den Yellow Spot, den Green Spot, Irishman, Writer's Tears. Dann die Middleton Eigenmarke und natürlich das Flaggschiff der Jameson Whisky. Zu Redbreast selbst, also die haben ja ihren Whisky bzw. die Marke wurde nach dem Rotkehlchen benannt, habe ich nachgelesen. Das ist der, einer der wenigen kleinen Vögel, die überwintern auch da auf Irland. Die Standardabfüllungen von Redbreast sind eigentlich die, was jeder kennt, Redbreast 12, Redbreast 15, Redbreast 21, das ist dann so der High-End-Whisky von Redbreast und eben der hier, Redbreast Cask Strength Aged 12 Years. Ich habe hier das Batch Number B219 und es ist in Fassstärke abgefüllt. 55,8%. Das haut schon ganz schön rein, deswegen habe ich mir hier auch ein bisschen Wasser dazugestellt, damit es nicht ganz so krass ist. Ach ja, noch was anderes, vielleicht hier, weil das ist ein Single Pot Still Whisky. Das ist ein, ja, eine Eigenart der Iren. Das wird sonst nirgends so gemacht, Single Pot Still. Das bedeutet, dass hier hauptsächlich gemälzte Gerste und ungemälzte Gerste benutzt wird. Und meistens überwiegt der Anteil von ungemälzter Gerste. Das ist so der richtige Single Pot Still Stil. Ja, gibt es sonst noch was zu dem ganzen irischen Whisky? Also bei mir war es bis jetzt immer so, dass die irischen Whiskys immer was so von tropischen Früchten hatten und leichter sind, genau, weil sie auch dreifach destilliert sind, das ist ganz wichtig. Dadurch haben sie diesen milden Charakter, der typisch für irische Whiskys ist. Ja, dann testen wir den mal. Chuck. Ich werde den erstmal ohne Wasser mir genehmigen und danach werde ich noch ein bisschen Wasser hinzugeben. Okay. Gut. Dann, ach ja, zu den Fässern. Also der ist in Bourbon und Sherry Fässern ausgebaut worden, der Kandidat hier. Und der Whisky ist auch gefärbt, aber nicht kühl gefiltert. Bei der hohen Alkoholstärke, ist das Quatsch.
Gut, dann schauen wir mal, was die Nase sagt. Leicht, trotz der 55,8%, also der sticht gar nichts in der Nase. Vanille habe ich. Honig, saftige Birne. Aber auch Honigmelone. Honigmelone ist auch dabei. Wahnsinn, wie weit man da die Nase reinhalten kann. Und der Alkohol ist null zu spüren. Also so gut wie null. Ja, Karamell habe ich noch. Aber doch diese typische Milde von irischen Whiskys. Aber es ist schön. Es ist echt schön. Und was Nussiges ist auch dabei. Kommt wahrscheinlich dann vom Sherry-Einfluss. Leicht säuerlich. Und vielleicht noch als tropische Frucht so eine Ananas. Aber nicht so eine frische, sondern eher die so aus der Dose kommen, finde ich. Diese saftigen und noch extra gezuckerten Ananasstückchen. Schön. Gut. Dann, ja, wie prostet man sich zu? Ich schätze mal auch Slange. Das ist ja auch gälisch. Also, Slange war. Okay, Mund. Ist der Alkohol auf jeden Fall spürbar. Wow. So was Fruchtiges auf jeden Fall. Würzig. Ohne Ende würzig. Pfeffer. Weißer Pfeffer. Schwarzer Pfeffer. Also die Würze ist eigentlich im Vordergrund und darunter liegt die Süße. Die hatte ich im Geruch mehr. Und da werden die Geschmacksknospen schon ganz schön in Anspruch genommen. Machen wir mal ein Wasser rein. Das erste Mal, dass ich hier Wasser reinmache in der Verkostung. Und ich habe hier meine berühmte Spritze. Die benutze ich eigentlich fast immer, weil ich irgendwie diese Pipetten und dieses Einschenken aus so kleinen Karaffen hat mir irgendwie nie so gefallen. Deswegen habe ich einen Ersatz gebraucht und dazu habe ich meine kleine Water-Spritze hier. Klack. So, nehmen wir das mal. Interessant. So, aufgeladen. Jetzt kann ich mir gleich einen Schuss setzen. Machen wir mal 7. Was passiert? 7 Tropfen Wasser.
Also im Aroma geht es jetzt ein bisschen zurück im Verhältnis ohne Wasser. Ich finde aber, es kommt die Vanille noch mehr durch jetzt. Aber die Früchte rücken ein bisschen in den Hintergrund. Na gut. Aber im Geschmack kommen jetzt noch viel, viel mehr Früchte raus. Also viele tropische Früchte. Und ist auch Papaya, Mango dabei. Die Würze bleibt definitiv. Ist schon noch stark, aber geht jetzt. Ich habe ihn vielleicht jetzt auf, vielleicht knapp unter 50. Ich werde den jetzt noch mal ein bisschen komplett verwässern für den Rest. Check, 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 check. Dass er vielleicht auf knapp über 40 ist. Okay, jetzt zu viel Wasser tut ihm nicht gut. Da ist dann auch nicht mehr viel da. Also bei zu viel Wasser hat es einen Hang ins Bittere rein. Da bleibt eigentlich sehr viel die Bitterkeit. Also wie gesagt, so 7-8 Tropfen, das schraubt die Aromen im Geschmack nochmal richtig rauf. Aber man kann ihn auch pur trinken. Haut dann natürlich schon kräftig rein. Aber ich würde jetzt so in einem Wort sagen, kräftig, würzig, fruchtig. Oder ist eher ein Satz als ein Wort. Drei Wörter. Was habe ich gesagt? Fruchtig, würzig und kräftig. Drei Wörter. Cool. Coole Sache. Gefällt mir gut. Für den ersten Single Pot Still Irish Whiskey. Wie würde ich den jetzt bewerten am besten? Ich gebe dem eine 87. 87, eine glatte 2 bei mir. Passt. Sehr guter Irish Whiskey, Irish Single Pot. Kann ich uneingeschränkt empfehlen, wenn ihr einen kräftigen wollt, der schön fruchtig rüberkommt. Kauft euch den. Preislich ist der natürlich schon relativ hoch angesiedelt. Also, ich habe ihn letztens mal gesehen für 65, aber auch für 70 €. So in dem Dreh. Plus minus 15 €, sage ich mal. Ist nicht günstig, aber gut. Ja, das war's wieder. Mir hat's Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und meinen Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder. Boy, Whiskey Space. Schau mal gut.